Und somit starten wir auch die nächste Episode von Pokémon Ethereal Gates Demo Version. Und ich hoffe, dass der Hänger in der Kamera war gerade nur für mich zu sehen und nicht für euch. Wenn ja, dann habt ihr gerade halt einen Hänger, wo ich dumm gucke. Auf jeden Fall, komm, wir continuen mal. Sind gerade in diesem komischen Forest gelandet. Was ist das denn für ein Blinken hier? Nichts Besonderes, okay. Okay, ich verstehe es nicht, warum man in den Baum quasi reinlaufen kann. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Kann man nichts hier machen. Schauen wir mal weiter, das ist Bamboos. Go, Runic! Ja, der Runic, der muss hier ein bisschen gelevelt werden, deswegen habe ich ihn nach vorne gemacht. Nicht immer auf erste nicht. Wobei, warte. Wir sollen sehen, ob es ein Normaltyp macht. Es ist ein Normaltyp. Damit haben wir es gesehen. Es ist Normalpflanze, würde ich schätzen. Deswegen gehe ich auf Bubble. Es war nicht sehr effektiv, aber wir sind gegrowt worden. Und wenn wir gegrowt worden sind, ist es ein bisschen mies. Deswegen müssen wir weiter auf Bubble gehen, weil der Tackle sonst gar keinen Schaden auf diesem Ding macht. Der Tackle. Ach, ich wollte gerade sagen, der Tackle hat gar keine Wirkung, aber ist ja gar kein Geisttyp. Und da ist das auch egal, aber gut. Wir werden gleich wieder hochhalten, dem die letzte Owen Berry geben. Damit das da auch geklärt ist. So. Damit ist das Bamboos besiegt. Wir erhalten 29 super wichtige Erfahrungspunkte. Gehen somit in unsere Backpack-Rucksack. Rucksack, Backpack. Geben den guten Runic eine Oranberry. Gehen dann auf Medi. Auf, das sind Item. Was in America Seeds. Ah, das sind ich weiß, was es ist, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Gut, The Potion geben wir mal hier auf den guten Runic. Da haben wir diese auch wieder voll gehabt, was ziemlich cool ist. Und gehen wir hier weiter. Gut, hier wurden wir auf jeden Fall von dem komischen Masked Strangers aufgehalten, die natürlich einfach an diesem Bugcatcher vorbeigelaufen sind, ohne natürlich von ihm angehalten worden zu sein, von wegen, hey, wir müssen kämpfen. Nein, da trauen die sich natürlich nicht, aber wenn die gegen uns kommen, dann trauen die sich natürlich immer und wollen kämpfen. Das ist immer dasselbe mit denen. Die nerven immer die Leute, die... Mir fällt auf, unser Runic hat eine Windel an. Ja, Runic, hättest du mal besser, ja. Und ich müsste mich aber im Domibri melden. Wir müssen heute noch unseren GPL-Kampf machen, ne? Fällt mir mal so auf. Werde ich gleich mal während der Aufnahme machen, ihm zu schreiben, hey, wann kannst du kämpfen? Ja, das ist nämlich vorbildlich, so muss das nämlich sein. So, Domibri, wo bist du? Domibri, nicht Domibri, oh mein Gott. Okay, wir gehen mal auf den Esstennis, um erst zu flinchen, weil wir schneller sind. So, okay, Domi, wann könntest du denn heute? So, wir müssen heute noch einen GPL-Kampf machen. Ich glaube, das ist der einzige, der noch fehlt. Und ich weiß jetzt nicht, wenn wir langsamer sind, hat der Stringshot getroffen. Wenn nicht, hat er geflinched. Ich weiß gar nicht, ob wir gestringshottet wurden. Da habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir einen Polby. Das ist wieder diese Vatribi-Cloning. Es könnte schneller sein, aber ist es natürlich nicht, oder? Es ist schneller. Das heißt, Astonish bringt uns nichts. Nicht mal ein Flinch. Nicht mal ein Flinch, ne? Bubble! Oh, die Melodie ist nice. Ich hoffe, die ist jetzt diesmal nicht zu laut, weil irgendwie weiß ich nicht warum. Aber mein Mikrofon hat hier auch voller Lautstärke, was da das Ding anbelangt. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann hängt das Bild. Kann ich nicht machen. Das ist irgendwie gerade ein bisschen mies, weil ich echt ziemlich leise bin. Und das finde ich eigentlich ziemlich uncool. Hallo, 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 ho. Das ist echt mies. Ich muss echt mal gucken, warum es so leise ist. Das ist ein bisschen, ist nicht so ganz geil. Nicht so ganz geil. Level 11 für Unix, sehr schön. Ist wirklich nicht so ganz geil, aber ich meine, gut, das müssen wir jetzt irgendwie ertragen, dass ein bisschen leiser ist der Ton. Aber gut, egal. Erste nicht, damit wir erst die erste Runde flinchen können. Es ist schneller als wir. Es ist auf fucking Level 5. Und daran merkt man wieder, wir sind einfach nur ein kleines Baby-Nilpferd mit Windeln. Mehr sind wir nicht. Danke, Runic, das bist du. Nilpferd, Baby-Nilpferd mit Windeln. Gut, Bugcatcherin ist besiegt. Warum auch immer alle Bugcatcher hier weiblich sind. Female Quote nach oben. La 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 la. Und ein wildes Bamboos. Das will ich nicht bekämpfen. Ich hoffe, dass wir bald irgendwie so eine Entwicklung haben hier. Haben wir noch gar keine gehabt, soweit ich mich nicht falsch erinnern sollte. Und wir haben diesen Wald geschafft. Und sind nun in Longspur City. Und wen treffen wir da? Wer ist es? Hey, Wolvex, I've been doing a bunch of training and... Das haben wir nicht April, oder? Oh, doch, das ist April. Wer du... Oh, Shock It, Alter. Ich hab gesagt, ich will mich besiegen. So, danke schön. Was?
Was? Was? Hallo? Digga, ich wollte gerade irgendwie eigentlich... Oh gut, halt bin ich ja. Kämpfe gegen April mit dem... Oh, sie hat einen Humber. Das muss ich jetzt ja ablegen gehen, ne? Also will ich ablegen, weil Winnie the Pooh ist irgendwie ein Normaltyp und hat keinen zweiten Typen, der mich interessiert. Und für Normaltypen haben wir ja schon jemanden. Und wir sind bestimmt langsamer, oder? Wir sind schneller, das heißt, Winnie the Pooh ist sogar sehr langsam. Oh, nö. Kratzfurie. Hit two times. Ja, zwei Treffer, das ist doch super duper, dankeschön. Ach. Oh, nö, das war ein Speed-Tire. Digga, ist das dein... Ist das dein... Ich glaub's nicht. So, damit ist die Dings weg. Jetzt haben wir ein Schleckerwetten. Jetzt haben wir ein Fußweb. Das macht die echt nicht blöd. Die stalkt mich hier runter, weil ich hier immer eine Runde aussetzen muss durch die Paralyse. Drei Hit drei Times. So. Okay, aber oh, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Die Iron Berry hat wieder gewirkt. Jetzt können wir wieder auf den Bubble gehen. Sind wieder schneller, das heißt wieder ein Speed-Teil gewonnen. Und er geht wieder auf den Fury Swipes. Und der macht auch noch ein Crit. Ist das dein Ernst? Komm, nochmal drei Crits. Natürlich, nochmal zwei Crits hintereinander. Komm, noch ein dritter. Komm schon, noch ein dritter. Och, danke. Kein... Das Ding hat uns dreimal gequittet bei fünf Treffern. Hm, okay. Puni, nimm Rache. Ich glaub's nicht. Da quittet das Scheißteil dreimal. Drei verkackte Male. Double Kick. Mann. Das war echt nicht fair. Das war wirklich nicht fair. Okay. Wie viel machen wir damit? Und das war ein Critical Hit. Ist das dein Ernst? Gut, dann gehen wir weiter auf die Tackle. Und wir sind schneller. Nice. Und es reicht nicht. Jetzt kommt noch ein Critical für dich. Natürlich, das ist die basiert voll auf Critical Hits, ey. Mann. Digga, ey. Gut, Level 13 für Pooley. Ja, ich sollte mehr Zeit zum Trainieren nehmen. Ja, komm schon, geh weiter. Ja, danke schön, ich weiß meinen Namen. Krieg ich schon was von dir? Nein, warum nicht? Oh, Pokémon League, okay. Ja, die willst du Pokémon Liga. Die stärksten Trainer, man muss alle 8 Orden sammeln. Wir wissen, was eine Pokémon Liga ist. Sagst du noch was? Nein, schade. Hätte jetzt gedacht, du sagst noch mal was. Gut, dann gehen wir mal uns heilen im Pokémon Center. So, hello, kann ich was für dich tun? Ja, heil mir den Pokémon. 1, 2, 3 und 4. Dankeschön. Gehen wir zum PC. Deposit. Wir legen ab. Hornby. Wir legen ab Domibi. Wir legen ab Pulby. Wir nehmen mit. Oh, das ist Move. Okay, jetzt verstehe ich. Wir nehmen das hier mit. Müssen die beide jetzt mal hier schön hoch trainieren. Mit den anderen kann ich ja eh nichts anfangen. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt die anderen beiden hoch trainieren. Das heißt, jetzt kommen wir Avinch. Oh, Digga, ich wollte gerade Avinch nach oben tun. Avinch kommt auf Platz 2, während Razor auf Platz 3 kommt. Okay. Auf Platz 2 kommt. Auf Platz 1. Oh, Leute, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt brauche ich aber noch ein Pokémon Center. Pokémon Center, Pokémon Ding ins Kirschen. Gut, ich habe gerade, wir kämpfen. Pokémon gefunden, okay, nehme ich gerne an. Was sagst du mir? Let's say you have 6 Pokémon in your party. If you catch another. Okay, ja, gut. Das Interesse. Kann ich hier durch? Da gibt es nichts, okay. Gut, mal sehen, wo ich jetzt noch so hinkomme. Hi, was gibt's in dieser Stadt so für mich zu tun? Hi, hast du ein Item für mich? Ja, das interessiert mich nicht. Kann ich im Haus rennen? Ja, ne? Ah, hier kann ich hoch. Hi, hat er von euch ein Item für mich? Hat er von euch ein Item für mich? Nein? Dankeschön, trotzdem. Und du, mein Boyfriend. Oh, mein Boyfriend. Du hast einen Boyfriend. Schön für dich, dass du einen Boyfriend hast. Ich habe keine Freunde in diesem Spiel. Außer meine Pokémon, die alles für mich sind.
Ich habe sonst keine Freunde außer meine Pokémon. Wo gibt's denn hier einen scheiß Pokémon-Supermarkt? Ist das ein Saloon? Geil, hier gibt's einen Saloon. Okay. Oh, ich habe die Gymleaderin gefunden. Das nur durch Zufall. Nice. Freshwater. Nehmen wir mal ein Freshwater. Dankeschön, jetzt habe ich ein Freshwater bekommen. Gibt es hier noch irgendwie ATMs oder sowas? Weil so ein Raufbold, ne? Der hat nichts. Die flirten gerade eine Runde. Hi. What the fuck? Der will kämpfen. Okay, der will kämpfen. Nice. Gegen Ronak Academy. Das ist eigentlich ein Raufbold. Der kommt mit einem Bamboos. Ich gehe auf Razor. Level 6, ne? Nicht Level 8. Gut, das könnte mit einem Poisons Ding eigentlich hinbekommen, oder? Er geht auf den Growl, was nicht sehr cool ist. Aber er geht auf den Poisons Ding und vergift ihn vielleicht sogar. Gift, Gift, Gift. Nein, schade. Und er geht auf Defense Curl. Oh, fu. Gift. Immer noch nicht. Was ist eigentlich Poisons Ding? Ist Poisons Ding physisch oder der Special? Ach du Scheiße, macht er mir einen Schaden. Ich halte eine noch aus. Und er hält nur zwei aus. Geh auf den Gold oder was? Yes, er geht auf den Defense Curl. Das heißt, ich könnte seinen Bamboos hiermit besiegen. Und jetzt geh nochmal auf den Defense Curl oder auf den Goal. Er geht auf den Tackle. Wehe, 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 wehe. Wow, nice one, Razor. Hier, du gehst ja richtig ab. Der gute Razor zockt, ne? Der weiß genau, wie das geht. Level 5. Als nächstes, wir bleiben drinnen, damit ihr geht auf Morsten. Was ist das? Digga, was bist denn du mit dem Ding? Gut, Pule geht rein. Das kann sein Kopf ab. Das Ding hat seinen Kopf abgenommen. Ich predikte einfach mal Typ Gestein und Pflanze. Gehen wir auf den Double Kick, wenn es neutral ist. Es ist auf jeden Fall Gestein. Dann doch kein Gesteinpflanze, okay. Oh mein Gott, ich habe verloren. Wie kann das nur sein? Warum bin ich nur so schlecht? Gerade noch von meinem Mädchen. Ich wollte einen auf Dicken machen. Oh, er will auch kämpfen. Gut, nochmal ein paar Kämpfe hier, das ist doch super. Und er kämpft mit einem Cetic. Nice, ein Cetic. Wir gehen aber direkt raus, weil wir jetzt erst ein bisschen im Nachteil sind. Und gehen auf den guten... Auf den guten Runic. Genau, auf den Runic. Komm back. Los, Runic. Du machst das. Du kannst das. Wir wissen, dass du es kannst. Er geht auf den Poison Sting. Wehe. Und natürlich vergiftet er mich mit der ersten Attacke. Ist ja nicht so, als ob ich dieses Spiel verarschen will. Mann, Peachberry. Komm schon, Peachberry. Mann, jetzt kriegt meine Nase auch noch her. Das Ding verarscht mich doch. Ich mach 50 Poison Stings und krieg nicht eine vergiftet. Er macht einen Poison Sting und haut direkt runter. Babel. Reicht sogar fast aus. Und wehe, ich gehe nochmal in Vergiftung. Gut, so. Gehen wir mal auf den Est nicht. So, damit haben wir es besiegt. Razor Level 6. Runic, nix. Morsten. Nochmal so ein Morsten. Gehen wir nochmal in den Razor, dass er auch ein bisschen gelevelt wird. Er muss ja ein paar Level bekommen, sonst kann er nicht alleine kämpfen. Und nachdem wir das Demo gemacht haben, machen wir das nochmal mit dem guten Avinch. Also, ich glaube, Nikki Fu war Avinch, ne? Nikki Fu, die gute, war der Avinch, ne? Ja, habe ich recht. Puli, du machst das wieder mit diesem Mosten. Aber Mosten finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist echt, das hat was. Auch wenn es den Kopf verliert. Gut, was soll man dagegen machen? So, wir gehen wieder direkt auf den Double Kick. Ohne große Umschweife. Und war ein Critical. Hat aber sogar fast gereicht. So. Hit two times. Razor bekommt einen Punkt und wir bekommen einen Punkt. Damit haben wir noch einen Arm besiegt. Oh mein Gott, du bist so stark. Ja, ich weiß. Dankeschön. So, gehen wir nochmal zu hier zu netten Dame, die auf der Bühne. A young kid, aha. Trink besser keinen Alkohol, ja, gut. Gut, ne, dann halt nicht.
Nein, aber jetzt ja wirklich, wo ist hier denn Pokémon Supermarkt? Wir gehen uns gerade nochmal auffallen, beziehungsweise müssen ja das C-Tick und seinen guten Razor auffallen. So, aufgeheilt. Jetzt guck mal, irgendwo muss doch ein Supermarkt sein. Mein, den Gym Leader haben wir jetzt schon hier. Da ist die Arena. Da ist die Uhr. Und hier geht es nochmal weiter hoch. Was auch immer das ist, da gucken wir nochmal nach. Ich will doch nur so einen blöden Supermarkt finden. Ah, gefunden! Und da geht es auch schon weiter in die nächste Stadt oder sowas. Was ist das denn hier? Ist das wieder der Demo-Mann hier? Okay, ich guck mal, ob er jetzt ein anderes will oder ob er immer noch dasselbe will. Okay, das bleibt immer gleich. Ich möchte gerne kaufen Pokebälle. Wir haben zwei. Drei Stück. Und dann noch Potions 3. Dankeschön. Damit war es auch. So, nochmal das Pokémon Center, das Berry Bill ab, wir freilassen, was wir hier fälschlicherweise mal wieder bekommen haben. Oder es gibt verschiedene Pokémon, verschiedene paar Passwörter, aber das wäre ein bisschen komisch. So, Move. Wir nehmen in unserer Party das Barry Bill Hustle. Und jetzt hat er Hustle. Oh, wir haben was gefunden, nice. Sollte ich öfters mal nachgucken. So, gut. Dann gehen wir auf Pokémon, gehen wieder auf unseren guten Pooly. Item, take. Ich glaube, das war ein Schutz. Könnte ein Schutz gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir haben noch... Gut, wir sind schon bei 17 Minuten, aber wir gehen mal zur Arena, ne? Die erste Arena. Gucken, was wir hier so reißen können. Hi, yo, bro. Hello there, my name is Charlie and... Ja, okay. Okay. Er ist einer Set. Okay. Normal Type, okay. Fresh Water auch noch bekommen. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir hier vorankommen können. Mein gut, mit Pooly und Runic werde ich das wahrscheinlich machen müssen. Mit Razor werde ich hier noch gar keine Chance haben. Wir gehen einfach rein. Mal gucken, ob wir was rausnehmen können. Wow. Und es sind direkt so ein paar Rätsel. Es ist Scheune hier. Gut, machen wir einen Kampf in der Arena und die ganze Arena gibt es dann wahrscheinlich im nächsten Part. Da bin ich ja ganz schön gespannt, wie das wird. Youngster, Kurt send out Opabi. Und ich sende out mein Razor. Und wie mir gerade blöderweise auffällt, sind die Pokémon hier schon auf Level 11. Das heißt, ich werde mit meinen Level 11 Pokémon hier wenig ausrichten können, aber egal. Genau, mein Pooly, der macht das hier locker easy. Wir haben eine Nachricht, die nicht vom Domi ist. Schade. Schade, schade. Er geht auf den Bite. Okay. Okay, er geht auf den Bite. Das ist uncool. Er geht direkt hier so auf den Bite. Das mag ich nicht. Aber ich gehe direkt auf den Double Kick. Und er, oh gut, die Quick Attack macht ihn wahrscheinlich schneller. Und damit schaffen wir es nicht mal, dieses Ding rauszunehmen. Uncool. Oh, okay, Entschuldigung. So, wir haben den ersten Gegner, haben wir den besiegt. Ja. Yep. Gut, ich werde es lassen mit dem von wegen. Hey, ich mache zuerst den. Ich gehe direkt in Pooly und versuche hier durch zu sweepen. Und halt im Notfall noch mit dem guten Runic. Hier mal zu reißen. So, mal gucken, was jetzt noch. Ob wir jetzt direkt zu einem Gegner kommen. Aha. Aber die Melodie hier ist ziemlich cool. Hier komme ich nicht durch. Hier kann ich hoch. Dadurch habe ich jetzt irgendwas gemacht. Und den Typen, der da brauche ich noch nichts machen. Ich gehe mal hier. So, mache ich das Ding wieder auf. Oh man, dass jetzt direkt so ein Rätsel kommt, finde ich uncool.
Somit habe ich direkt was offen. Und hier oben. Okay, warum auch immer ich das gebraucht habe. Oh, das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Komm, mach's wieder zu. Mach's wieder rückgängig. Damit ich auch da durch kann im Endeffekt. So, okay, jetzt haben wir das Ding hier offen. Machen das. Okay, den Schalter brauche ich noch. Aber diese Frau Gegnerin machen wir im nächsten Part erst, meine Freunde. Wir sehen uns dann einfach wieder, wenn es wieder heißt. Pokémon Fury Gates Demo. Bis zum nächsten Part. Peace down und ciao. Euer Wolf X.